Man kann sich ja an jede Ecke aufwärmen, ne? Der Weihnachtsmann hat Rentiere. Wusstet ihr Rentiere? Nikolaus ist morgen und Stand ist morgen auch nicht nur Nikolaus, sondern. Hallo, ich bin der Matthias Geis. Also, mein Name ist Christina Rode. Ja, ich bin der Norbert. Hallo, ich bin Heidemarie Tvorka. Hallo, ich bin Tina Löwer. Ich bin Juliane Gräfer. Ich bin die Eva Thiele hier. Ich bin Jochen Löwer. Ich bin der Klaus heute. Ich bin die Ulrike. Da bin ich Micha Mai. Frieder Jelen. Mein Name ist Gudrun Stenzel. Jetzt stelle ich mich auch vor, ich bin der Georg. Das sieht gut aus. Verein tätig seit einigen Jahren und habe diesen Ort sehr lieb gewonnen, obwohl ich aus Neubrandenburg bin. Bin ich fast täglich hier und versuche so die Geschicke des Vereins zu lenken. Meine besondere Aufgabe sind die Finanzen und ich bringe mich auch gern ein in der Sanierung der Burg, also ein bisschen mit Betreuung, was da möglich ist. Ja, und zu dem Anlass habe ich mich ein bisschen zurechtgemacht. Wir haben ja schließlich Adventsmarkt heute. Jetzt ist genug. Klappe. Ich bin zuständig für alles, was hier mit Technik zu tun hat, vorwiegend auch die Computertechnik und alles, was mit Bildschirm zu tun hat. Ton, Musikanlage und die Führung mache ich ja auch und bin auch der Ansprechpartner für die Raumvermietung hier. Das heißt, seit 20 Jahren dabei und meine Hauptaufgabe ist immer wieder drauf zu schauen auf die Gestaltung der Burg. Und wo wir jetzt hier sind, das sind Steine, Natursteine für der Anfang für den Wasserspielplatz, der im nächsten Jahr hier eingeweiht werden soll. Ich bin seit Jahren im Verein gerne mit den Kindern auf der Burg und oft, wenn Markt ist, haben wir richtige Aktionen, so wie heute. Aber manchmal gehe ich auch mit den Gruppen bis auf den Turm ganz hoch, dann gucken wir in die weite Landschaft, dann erzähle ich ihnen, wie früher die Leute hier gelebt haben. Und oft helfe ich auch im Büro in den letzten Jahren. Ich bin auch im Verein Kulturtransit. Ich mache das, ja, was ich helfe, wo ich helfen kann und habe das Bücherfest unter meine Fittiche genommen. Und jetzt wünsche ich eine schöne Adventszeit. Und was ich hier mache, ist das Kulturprogramm für die Feste. Alles, was mit Theater, was mit Musik und dergleichen auf den Festen zu tun hat, da stecke ich dahinter. Und ansonsten mache ich auch noch vieles, was im Verein einfach gebraucht wird. Schuhe putzen, bin leider einen Tag zu früh gekommen, nicht wahr? Zu früh aufgestanden und jetzt geht über den Markt und guckt, wenn er keine Schuhe geputzt hat, kann sie putzen. Alle meine guten Gaben, die halt hier in dem Sack drin, die bringe ich hier ein auf der Burg Klempenow und mache Weidenbau und Mandalabau. Und arbeite hier mit Kindern und Jugendlichen gerne auf der Burg Klempenow. Und deshalb habe ich heute mal den Klaus hier ein bisschen raushängen lassen. Ne? Okay. Und im Verein haben wir angefangen, die Kunsthandwerkermärkte aufzubauen und bin jetzt mit der Organisation derselben beschäftigt. Und ansonsten freue ich mich, im Kreise der Freunde hier gemeinsam Kultur zu veranstalten. Seit fast 20 Jahren mit dabei und organisiere die Märkte und bin mit im Vorstand vom Verein. Es macht mir nach wie vor Spaß, hier mitzumachen. Darf hier die Galerie betreuen und mache zum zweiten Mal bei dem Adventsmarkt mit und habe mir heute was ganz Besonderes hergeholt. Illustration von Linde Kauert zu dieser kleinen Edition aus Berlin, Edition Zwiefach. Ich bin der Movie Maker und bin natürlich Vereinsmitglied und bin hier für die technischen Belange zuständig.
arbeite im Vorstand mit und versuche, ein bisschen Erfahrung einzubringen aus meinem vorhergehenden Wirkungskreis, das heißt als Landrat. Schön wäre es, wenn wir noch ein Projekt, ein zusätzliches für Klempenow hinbekommen, nämlich den Wehrspeicher zu einem Moormuseum auszugestalten. Das wäre für mich eine große Freude und würde für die Besucher ein zusätzliches Angebot sein und vielleicht auch ein kleines zusätzliches Magnet. Ich bin Vereinsmitglied seit 10 Jahren und mache hier insbesondere die Organisation der Märkte mit, wobei ich mein Augenmerk auf die Versorgungsstände lege. Gut essen und trinken, das ist ja auch ein Ding, das die Leute hier herzieht, neben den vielen anderen schönen Sachen, die die Burg betreffen. Und diese Versorgungsstände, das ist auch mein berufliches Metier, denn ich vertreibe und produziere auch selbst regionale Ware, die im Grunde Kunden haben wollen, die Wert darauf legen, biologisch, gesund und regional essen und trinken zu können. Alle Vereinsmitglieder kann ich euch leider nicht vorstellen. Ja, ich krieg sie nicht vor die Kamera. Haben zu tun.